Oh. Ein Sensor hin. Blendgranate. Ah, shit. Sollte da oben hoch. Oh, wieder da abgeprallt. Das ist dämlich. Oh, bleib bloß in Deckung. Alles klar. Das ist selten, dass ein Teamkamerade auf dem Boden liegt. Oh mein Gott, ich bin auch getroffen. Ich würde gerade dahin in Deckung gehen. Komm, helf mir doch einer, damit ich ihm helfen kann. Was ist denn? Das kann nicht wahr sein. Ja, da konnte ich nichts machen. Ah, scheiße. Okay, diesmal machen wir es richtig. In Deckung gehen. Erstmal schalten wir die Seite aus. Wichtig, dass das Team immer die Ziele kriegt. Damit die schnell ausgeschaltet werden können. Okay. Sieht gut aus. 30k am Boden, das geht so schnell. Okay, mach den fertig. Die beiden sind gut. Alles klar. Ich bin da, ich bin da. Oh, ich kann Heilbefehl geben. Nee, die Waffe will ich behalten. Komm, haut rein, Leute, haut rein. Es ist viel einfacher, den Befehl zu geben, als selber zu schießen. Naja, halten Sie durch. Der hat leicht reden. Ah, ich gebe einfach den Befehl. Wir sind zu ihm. Komm, da oben war auch noch einer. Wow, ist echt nervig. Den unter Feuer zu nehmen. Hab ihn sogar. Oh mein Gott, von wo schießen die denn immer? Das ganze Schiff ist voll von den Viechern. Boah. Ja, ihr habt immer leicht reden. Das ist zu geil. Treff ihn nicht. Oh, der Helikopter kommt. Ja, endlich. Ah, ich kann noch drauf gehen. Muss echt aufpassen. Vorsichtig. Bereich sicher. Sehr gut. Puh, endlich. Ab zum Landeplatz. Dann hauen wir endlich ab. Oh, jetzt ist die Leiter hier auch runtergekommen.
Hier hoch. Okay, los, los, los. Müssen wir nur die Landezone finden. Cafeteria, ne? Hör zu, Ghosts. Ich weiß nicht, was uns erwartet, wenn wir in der Luft sind. Ich bin schockiert. Wir hatten so klare Anweisungen. Es wird dir gefallen, Ferdy. Viele Ziele, kein Zögern. Ach so. Trotzdem, wir haben es noch nicht hinter uns. Behaltet kühlen Kopf und wählt eure Ziele mit Bedacht. Was ist mit dem Schiff? Wenn wir uns nicht erst um die Verstärkung kümmern, vermutlich gar nichts. Das war nicht die Verstärkung? Ah, es wird noch viel, viel schwerer und härter kommen. Bei mir sammeln. Wir müssen hoch. Hoffentlich stürzt der Helikopter nicht wieder ab. Verstanden, Hunter. Das Taxi kommt. Ich denke, wir haben es geschafft. Einsteigen in Zweiergruppen. Los. Auf, wir nehmen das Schiff hoffentlich noch auseinander. Das wäre genial. Okay, hier muss ich mich aufstellen. Los geht's! Einhaken und los! Kann losgehen! Wie ist der Status des zweiten Schiffs? Unsere Wunderknaben haben das Kontrollsystem sperren können. Es ist vor Manipulation geschützt. Aber viele Gegner nähern sich dem Schiff und können immer noch eine Menge Schaden anrichten. Wir gehen hin! Dann mal los. Gebt Gas, Jungs! Mal sehen, was wir aus der Luft tun können! Haben wir einen MG? Ja, voll! Jetzt machen wir alles platt. Das zweite Schiff sichern. Gut, dass wir nicht da rumlaufen müssen, so langweilig. Ein bisschen Turret-Action hier wieder. Feindlicher Konvoi! Sie merken nicht, dass wir keine Russen sind. Dann sagen wir denen. Jetzt geht's los. Aber Nummer 1. 2. Ja! Verreckt! Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Da! Rüber geflogen. Da ist der Helikopter. Oh Gott, die Autos. Yeah. Okay. Geiler Flip. Ich treffe den Helikopter nicht, ist das Problem. Okay, das war's mit dem. Zum nächsten Ziel. Alles klar. Wunderschön. Boah, jetzt ein Berg kommt runter. Weil's so schön ist. Oh yeah. Das ist ein MPV. Oh, da steckt aber ganz schön viel weg. Oh, nein, 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 nein. Okay. Und zu dir auch noch. Ja. Wir werden immer noch beschossen. Puh. Okay, alles ruhig soweit. Nichts los, sehr verdächtig. Da ist das zweite Schiff. Wärme dich ein! Panzerfaust, Vorsicht!
gut. Konnte ich ausschalten. Alles klar. Lass es am besten an, damit ich weiß, wo die stehen. Oh yeah! Alle neben dem Fenster stehen, verreckt. Nicht rausgucken, verstecken. Shit. Oh, der landet wieder. Ach, komm schon. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Wir registrieren Aktivitäten am Rumpf. Die platzieren Sprengsätze. Verstanden, Orgolos. Wir sind dran. Der lässt sich aber auch nie blicken. Sie aus, bevor Sie die Sprengladungen legen. Boah. Das ist furchtbar schwer, den zu treffen. Aber ich hab ihn jetzt. Sehr geil. Cool. Wir müssen garantiert hier gleich irgendwo landen. Oder? Overlord, das Schiff ist sicher. Wir sind hier unten fertig. Sehr geil. Öl ins Feuer. Verstanden, Overlord. Gute Arbeit, Hunter. Sie können abrücken. Und damit haben wir es geschafft. Neugeschütze Deepfire. Neue Ausrüstung natürlich. Wunderbar. Aber doch genial. Liebe diese Helikopter-Action. Gibt nichts Besseres in dem Spiel. Spetsnaz sind nicht für ihre Gesprächigkeit bekannt. Aber Kozak hat russisches Blut. Geben wir ihm also eine Chance. Как там погода в Екатеринбурге? Ты ведь не из Москвы. Цепных псов в доме не держат. Волки рыщут, где хотят. Der Kerl ist nur ein Laufbursche. Der weiß gar nichts. Ich weiß, du bist Kozak. Aus New York. Und ich weiß, du bist hier, weil deine Einheit ihrer Männer nicht am Leben halten kann. Wie viele sind es schon? 4? 5? Echt schick. Hab viele Tote mit so einem Tattoo gesehen. Wir sind hier fertig. Was hast du? Sein Tattoo. Aus einem Volksmärchen. Über Männer, die zu Wölfen werden wollen. Die DIA soll Referenzen zu Bodak suchen. Sehr gut. Klasse, haben wir doch noch was rausbekommen. Und die sind wirklich nicht so gesprächig. Dann schauen wir mal das Video an. Die russische Opposition leistet erbitterten Widerstand und ihre Rohstoffe helfen ihr dabei. Leider ist die Bewegung noch verstreut und unorganisiert. Die DIA hat jemanden ausgemacht, der sie einen könnte. General Alexei Duka, ein Karrieresoldat, guter Taktiker und ein alter Haudegen. Er könnte der Held sein, den der Widerstand braucht. Raven's Rock weiß das und hat ihn festgenagelt. Wir kennen die Lage am Boden nicht, aber wir wissen, dass er Hilfe braucht. Gehen Sie da rein und entlasten Sie ihn. Wenn er das durchsteht, ist er der richtige Mann für den Job. Hört sie gut an. Okay, dann holen wir ihn mal.